Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode einer neuen Serie von Videoblogs über die Meisterwerke des Deutschen Museums, in der wir die herausragendsten Objekte vorstellen und deren Bedeutung erklären werden. Mein Name ist Alexander Lukas, ich bin Physiker, vermittle seit vielen Jahren als Museumsguide meine Leidenschaft für Wissenschaft und Technik und werde Sie auf dieser Reise begleiten. Sind wir allein im Universum? Auf diese Frage kriegen Sie heute noch keine Antwort, aber wir kommen ihr näher, indem wir klären, wie man das Unsichtbare sichtbar rechnen kann und nebenbei noch den Nobelpreis dafür bekommt. Wir schreiben das Jahr 2020. Seit 30 Jahren zieht das berühmteste Teleskop der Geschichte seine Bahnen um unseren blauen Planeten. Jeder kennt es, das Hubble Space Telescope. Es hat uns bildlich an den Frühstückstisch der Weltentstehung gebeamt. Es hat Bilder von solcher Kraft erzeugt, dass sie Einzug in das kollektive Gedächtnis der Menschheit gehalten haben. Der Gegenpart des 19. Jahrhunderts, der die Hauptrolle in einer der unglaublichsten Geschichten der Astronomie überhaupt gespielt hat und ein kolossaler Triumph der Vorhersagekraft der Naturgesetze war, steht in München, genauer auf der Museumsinsel. Ein wirkliches Meisterwerk seiner Epoche. Wechseln wir aber zuerst Ort und Zeit. Wir schreiben das Jahr 1835. In Berlin öffnet dank den Bemühungen der rastlosen Lichtgestalt Alexander von Humboldts das erste Observatorium der noch jungen Stadt. Dafür wurde in München 1829 ein Linsenteleskop angefertigt, der sogenannte Refraktor. Ein brillanter Wissenschaftler und Unternehmer, Josef von Fraunhofer, war beim Bau dieses Teleskops von der Weltbühne bereits abgetreten. Aber die Linsen des Refraktors tragen seine Handschrift. Es waren die besten seiner Zeit. Material und Schliff waren weltweit unerreicht. Will man das einordnen, müssen wir kurz ins Detail. Die Lichtbrechung der Linsen, die namensgebende Refraktion, ist das Herz eines jeden Linsenteleskops, der Rest, bis auf die Hängung, ein Nebenschauplatz, im Grunde ein Rohr auf einem Stock. Bis heute ist die Linsenherstellung eine technische Meisterleistung geblieben, umso mehr natürlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nicht nur frei von Materialfehlern und Spannungen, sondern auch die teilweise Korrektur des chromatischen Fehlers war ihm gelungen. Wie es zu diesem chromatischen Fehler nun kommt, sehen Sie hier in einer künstlerischen Animation mit einer Sammellinse. Sie versucht, Licht unterschiedlicher Wellenlänge in einem Punkt zu fokussieren, ohne es zu schaffen. Das kann man aber ändern, indem man eine zweite Linse aus einem anderen Glas, hier im Rohschliff, dahinter stellt. Durch geeignete Brechung vereinen sich so wenigstens die Brennpunkte für Rot und Blau. Die Qualität des Bildes nimmt dadurch deutlich zu. Aber nicht nur die Linsen waren meisterhaft. Auch die Hängung, das Bindeglied zwischen dem Teleskop und dem Stativ, war von höchster Qualität. Wenn Sie nachts schon mal länger als 5 Minuten am Stück in den Himmel geschaut haben, wissen Sie das. Das ist anstrengend, besonders wenn Sie durch ein Teleskop schauen. Sie müssen dieses, nämlich der scheinbaren Bewegung des Sternes, nachführen, weil sich leider alles aufgrund der Erdrotation dreht. Das geschieht aber so langsam, dass man es normalerweise beim Blick in den Himmel nicht bemerkt. Deswegen gibt es auch die von Fraunhofer benutzte parallaktische Hängung. Ihr großer Vorteil ist nun, dass man zur dauerhaften Beobachtung einer zum Beispiel zweiten Erde das Teleskop nicht mehr um 2 Achsen, sondern nur noch um 1 drehen muss. Diese Achse ist die Erdachse, die je nach Ort unterschiedlich zur Senkrechten steht. Dreht man das Teleskop nun automatisch mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit der Erde, aber in entgegengesetzter Richtung, bleibt das Objekt immer an der gleichen Stelle der Linse stehen. Jetzt werden sich einige von Ihnen vielleicht fragen, wo bleibt eigentlich die Antwort auf die Frage vom Anfang? Wir sind auf gutem Wege. Wir müssen noch einmal hinaus ins Weltall, hinauf zu einem Planeten, einem blauen Gasriesen mit einem feinen Ringsystem, der ungefähr 64 Mal größer als die Erde ist. Er wurde sehr spät entdeckt. Der erste Planet seit der Antike von einem deutschen Musiker, von Wilhelm Herschel. Neben der Musik interessierte sich Herschel auch für Astronomie. Er baute eigene Teleskope und stand damit oft in dem kleinen Garten seines Hauses in Bath. So auch am 13. März 1781. Er bemerkte einen blauen Punkt, der sich in den folgenden Tagen bewegte und sich somit als Planet zu erkennen gab. Er nannte ihn George-Planeten nach dem König von England. Der Name setzte sich aber nicht durch und so wurde es schließlich Uranus. Er ist nun Teil unserer Antwort, weil er nämlich Unregelmäßigkeiten auf seiner Umlaufbahn zeigte, die man sich nur durch einen großen Planeten jenseits seiner Umlaufbahn erklären konnte. Zur Bestimmung seiner Position wurde diese zuerst geschätzt, um daraus die Wirkung auf den Uranus zu berechnen.
Die Abweichung von der wirklichen Bewegung des Uranus nutzte man dann, um die Position des Neptuns zu korrigieren. Nach mehreren Wiederholungen des Vorgangs war die wirkliche Position ausreichend genau bekannt. Der Fehler betrug nur ein Grad, das alles nur mit Bleistift und Papier, ausgerechnet von dem französischen Astronomen Le Verrier. Damit hatte er tatsächlich das Unsichtbare sichtbar gerechnet. Ein sehr ähnliches Verfahren wurde übrigens 1995 bei der Entdeckung des ersten Exoplaneten angewendet, für die 2019 der Nobelpreis für Physik vergeben wurde. Dabei wurde aus den winzigen, kreisförmigen Bewegungen eines Sterns auf die Existenz eines ihn umkreisenden Planeten geschlossen. Dieser Le Verrier schickte nun einen Brief nach Berlin zu einem gewissen Herrn Galle, um von seinen Überlegungen zu berichten. Dieser Brief kam in Berlin am 23. September 1846 an. Als Herr Galle ihn las, kann man sich seine Verwunderung vorstellen. Wieso hatte er in all den Jahren, in denen er schon in Berlin arbeitete, noch nie diesen neuen Planeten entdeckt? Er wartete also bis zum Abend, stieg mit einem Studenten hinauf zu seinem Refraktor von Josef Fraunhofer und begann kurz vor Mitternacht mit den Messungen. Nach weniger als einer Stunde sah er tatsächlich diesen Punkt und konnte durch Vergleich mit alten Sternenkarten sehen, dass dieser sich tatsächlich bewegt hatte. Neptun war damit entdeckt und das Sonnensystem um einen Planeten reicher geworden. Unsere kleine Reise zu den Sternen kommt nun zu ihrem Ende. Sie haben ein Meisterwerk kennengelernt, mit dem zum ersten Mal erfolgreich eine Methode getestet wurde, die eines Tages vielleicht tatsächlich zur Entdeckung außerirdischen Lebens führen wird. Darüber wird es dann sicherlich einen neuen M-Block geben. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie es uns wissen. Bis dahin, kommen Sie uns besuchen und bleiben Sie neugierig.